Hallo an alle und willkommen zurück zur zweiten Folge in Apex Legends. Ja, letzte Folge lief ja richtig, richtig gut. Gleich mal einen Win rausgeholt. Deshalb erwarte ich heute von der Folge ehrlich gesagt erstmal nicht so viel. Aber wäre natürlich trotzdem gut, wenn wir weit kommen. Und ja, ich bin heute, wie ihr vielleicht unten links seht, als Bangalore unterwegs. Okay, wir gehen anscheinend zu Runoff. Ich hoffe mal, uns kommt keiner hinterher. Wäre zumindest ganz praktisch, dann könnten wir dann in Ruhe erstmal looten. Sieht auch aktuell ganz gut aus. Hoffe ich zumindest mal. Ist hier eine Tür? Ne, da ist keine Tür natürlich. Wieso sollte da auch eine Tür sein? Ein bisschen Energy Ammo kann ich aber bis jetzt noch nicht gebrauchen. Sentinel nehme ich natürlich mit. Ja, ganz guter Loot hier. Okay, hier ist nichts dahinter, alles klar. Oh ja, die nehme ich natürlich mit. Natürlich. Die Volt. Brauche ich die Volt? Ha, schwer zu sagen. Ich lasse die Volt erstmal liegen. Ich ping die für die anderen. Ganz gute Ausrüstung hier. Brutal. Ja, nice, das freut mich. Okay, Energy Ammo können wir natürlich auch legen lassen. Ja, das gefällt mir doch hier richtig. Okay, okay. Loot ist schon mal ganz gut. 13 Squads übrig. Jetzt gerade nicht wirklich viel Action hier. Let's go this way. Jawohl, jawohl. Hier sieht es auch noch nicht gelootet aus. Schon mal ganz gut. Ja, kann ich alles nicht gebrauchen. Oh, hallo. Oh, habe ich mich erschrocken. Das kann ich aber gebrauchen. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut hier. Das Visier. Auf wen schießt du? Ah, auf das Ding wahrscheinlich. Okay, wir gehen weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Sniper besser ist, Longbow oder Sentinel. Ich gehe jetzt aber einfach mal mit der Longbow. Mit dem Longbow, der sollte doch ganz in Ordnung sein. Knockdown Shield kann ich mal mitnehmen. Mehr brauche ich nicht. Dass wir aber sonst auch noch keinem begegnet sind. Das kann ich natürlich gut gebrauchen. Nehme ich gerne mit. Okay, da hinten wird gefightet, wir gehen aber vielleicht mal weg. Wobei, eigentlich könnten wir da auch reingehen. Irgendwie habe ich gerade ein echt ungutes Gefühl, weil hier noch kein uns begegnet ist. Da oben könnten vielleicht welche sein, ich weiß nicht. Wir gehen hier einfach mal hoch. Hoffen mal, dass da keiner ist. Hier sieht auch ungelootet aus. Holy shit. Es sind nur 9 Squads übrig. Wo sind denn alle? Ich will da jetzt eigentlich ungern runtergehen. Wir haben doch hier die beste Position. Wir kommen hier auch nicht mehr wirklich schnell hoch. Deshalb verstehe ich dem seinen Move hier gerade überhaupt nicht.
Gut, da oben chillen halt noch welche. Vielleicht kommen da noch welche raus. Da hinten wird halt noch kräftig rumgeballert. Care package incoming. Let's get to the LZ. Let's go this way. Gut, gehen wir halt dahin, wie es auch immer. Ich glaube, dass es unser Tod sein wird. Wir haben doch da oben so eine gute Position. Inside the ring. Got the positional advantage. Giving my shields a recharge. Replicator being delivered. Ah, komm schon. Replicator touching down. Throwing thermite. Spotted. Double timing it. Give me a sec. Recharging. Wieso sind wir nicht gleich dort geblieben? Mann! Jetzt hättet ihr gleich sagen können, dass es besser ist hier. Oh, den habe ich getroffen. Die haben da drüben auf jeden Fall gerade gut Action, da ist nochmal ein anderes Team, glaube ich. Es sind zwei Teams. Ich sollte aber auch aufpassen, dass wir von hinten keiner kommt. Zu tief geschossen. Wo sind die hier hin? Knockdown Shield hier. Level 3. Wenigstens einmal hier weggemacht. Da sind noch drei Squads. Das heißt, die da vorne einer zumindest. Und die da unten. Als ob ich den nicht treffe. Komm schon, als ob ich den nicht treffe. Das gibt's nicht. Och, wieso gehst du nach vorne? Das hätte echt eine gute Runde werden können. Contact with target. Take the sectors. Another squad.
Nein. Nein! Mann! Okay, das hat übersteuert, sorry. Scheiße! Fuck! Es war nur noch einer, oder? Ah ne, war noch zwei. Shit! Das hätten wir holen können! Ah. Okay, gut. Aber war trotzdem eine richtig, richtig starke Runde, würde ich sagen. Ich habe einen Kill gemacht. Holy shit, what? Aber gut, ich habe ziemlich viel Damage gemacht mit der Sniper. Okay, das war jetzt ein bisschen, naja, eine ruhigere Runde, würde ich mal sagen. Zum Schluss ein bisschen Action, aber ich habe einfach nur einen Kill insgesamt. Holy shit. Okay, wenn euch die Folge hier natürlich trotzdem gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und ciao!